Also, folgendes. Ich habe Mail bekommen. Eigentlich schon letztes Jahr im Frühling habe ich eine Mail bekommen, wo es darum ging, dass Fritz Watzel ins Altersheim gekommen ist und dass er sich über Post und Kontakt freuen würde. Jetzt habe ich das letzte Jahr versäumt, ihn zu kontaktieren, weil ich mit meinem Paketfahrerjob eingebunden war. Und im November, als ich ihn kontaktieren wollte, habe ich die Mail nicht mehr gefunden. Ich habe mir schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, scheiße, Fritz sitzt da irgendwo und braucht Kontakt und kriegt keinen. Jetzt habe ich nochmal eine Mail bekommen von jemand anderem, der mir nochmal die Daten durchgesagt hat. Zum Glück, heute konnte ich den Fritz anrufen und ihr seht schon an meinem Gesichtsausdruck, da ist was. Da ist was, was mich jetzt ziemlich beunruhigt. Ich glaube, das erste Mal hat mir sein Sohn Karl eine E-Mail geschrieben, dass ich Fritz über Kontakt freuen würde. Und jetzt ist wieder mal der Emanuel und jedenfalls ja, Fritz im Altersheim. Ich habe gerade mit ihm telefoniert und er fühlt sich dort gefangen, so wie er mir das gesagt hat. Ich konnte mit dem Heim an sich über den Fritz leider nicht reden, weil ich kein Angehöriger bin. Also sie durften mir keine Infos über ihn geben. Ich habe es soweit verstanden, dass er irgendwie in irgendein Krankenhaus möchte und es irgendwie am Geld hapern würde. Aus welchen Gründen auch immer. Er war dann auch sehr schnell ziemlich fertig gewesen. Wir konnten gar nicht lange miteinander telefonieren. Und hat sich dann bedankt, dass ich angerufen habe und hat aufgelegt. Aber ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Die Adresse von dem Heim da unten veröffentlichen, dass das jetzt gestürmt wird, das weiß ich nicht, ob so richtig. Ich werde wahrscheinlich mit dem Karl, also Karl, wenn du das jetzt siehst, kontaktiere mich bitte nochmal. Deine Mail ist irgendwo in... Mal gucken, ob sie da nochmal findet. Jetzt weiß ich ja, wie du heißt nochmal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Spendenaktion für Fritz. Ja, das Geld lassen wir ihm zukommen. Puh, auf was spendet er? Was weiß ich, spendet halt auf mein Konto. Das kriege ich schon mit dem Arbeitsamt irgendwie hin. Das wird schon irgendwie gehen. Machen wir alles transparent. Und was Besseres fällt mir jetzt erstmal in dem Moment nicht ein. Er würde sich über Post freuen, damit er auf dem Laufenden gehalten wird, was so alles passiert. Die E-Mail-Adresse von dem Heim da unten möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt veröffentlichen, weil dann wieder die Gefahr ist, dass irgendwelche Spam-Mails da unten dieses Heim bombardieren. Also was er ihm schicken wollt, schickt er mir auf meine E-Mail-Adresse, seliobob@gmail.com. Ich sortiere dann den ganzen Spam-Scheiß raus und schicke ihm das dann halt, wo ich mir sage, jo, das braucht er gerade eben. Tja, ansonsten, Universum, hilf. Bis später. Okay, also, nachdem ich Edina wieder ein bisschen runtergebracht habe von dem Paniktrip, habe ich mich entschlossen, jetzt die Adresse von dem Altersheim doch zu veröffentlichen. Und wir machen mal das, was Fritz möchte. Und zwar hat Fritz mir gesagt, es wäre ihm lieb, wenn er Post bekäme und so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wird. Also nichts mit E-Mail, nichts mit Anrufen, nichts mit digitalen Nerven, nichts mit persönlich vorbeifahren und dann dort irgendwie klopfen. Schickt ihm Post. Ganz altmodische Briefe, ne, mit ein paar Fotos. Und da freut er sich am meisten, denke ich, momentan. Ist so gerade das Gefühl, was ich so nach der ersten Panikattacke bekam. Okay, in dem Sinne, bis bald.